Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise waren kürzlich Thema einer Online-Fragestunde in Bruck. Bürgermeister Koch stellt klar, dass die Stadt alles in ihrer Macht Stehende tun wird, um die Bevölkerung zu unterstützen. Bis zu 4 Millionen Euro werden nach Schätzungen im Gemeindebudget fehlen. Das kürzlich beschlossene Paket der Bundesregierung zur Unterstützung der Kommunen ist für ihn ein guter Anfang. Ja, da wird sicher noch einiges geben müssen. Das ist einmal ein erster Schritt und dafür auch danke der Bundesregierung. Wir sind noch nicht genau, natürlich, das ist eine aktuelle Information, wir haben es uns nicht wirklich genau ausgerechnet. Jetzt ist gleich mal, werden wir schauen, wie viel ist das dann wirklich, wie viel ist das längerfristig, wie viel steht uns für Projekte zur Verfügung, weil die Gemeinden ja die Investitionsmotoren sind, die größten öffentlichen Investoren und da werden wir sehr, sehr klug damit umgehen. Alles in allem blickt man optimistisch in die Zukunft. An bereits geplanten oder begonnenen Großprojekten, wie etwa der Wehrkraftanlage in Obereich oder dem Bildungscampus im ehemaligen Leinergebäude, wird festgehalten. Andere Projekte, wie etwa die Auffahrt auf das Hochfeld, werden auf das nächste Jahr verschoben. Wir werden trotz allem unsere Investitionen in die Zukunft nicht ad acta legen, sondern wir werden um die Finanzierung kümmern. Es gibt auch für Städte und Gemeinden natürlich einen staatlich unterstützten Kredite. Und von daher, denke ich mir, werden wir positiv in die Zukunft planen können. Bürgermeister Koch würde sich ein Anleihensystem für Kommunen wünschen, um Zukunftsinvestitionen zu sichern. Damit finanzieren wir Investitionen zum Beispiel in die Bildung, zum Beispiel in den Klimawandel, weil auch wenn wir jetzt Corona sozusagen besiegt hätten oder haben, das nächste Problem wartet, das ist der Klimawandel. Bildung, Digitalisierung, Klimawandel, öffentlicher Verkehr, das sind Investitionen, die jetzt nötig sind und da braucht es Geld und das ist bei den Gemeinden und Städten gut aufgehoben. Ein wichtiger Impuls für die Wirtschaft wurde bereits gesetzt. Die Gutscheinaktion der Stadt wurde sehr gut angenommen. In wenigen Tagen wurden Gutscheine im Wert von 300.000 Euro ausgegeben. In Bruck blickt man also optimistisch in die Zukunft.